Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2-Video hier auf Alpha Logistik. Heute befinden wir uns mal wieder in der 1.50 Experimental Beta im ETS2 und werden mit einem Next-Gen-Scania mit sage und schreibe 450 PS von Genf nach Bern fahren. In dem Video, was ich zuletzt aufgenommen habe, was wahrscheinlich auch vor diesem hier kommen wird, somit die Strecke hier schon mal gefahren, nur in die andere Richtung. Diesmal habe ich uns die Route ein bisschen über die Innenstadt von Genf gelegt, die wir nur in der Flycam gesehen haben vorher. Und das Industriegebiet, wo wir in Bern abladen werden, das kennen wir auch noch nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, können wir das mal machen. Irgendwann fahren wir aber auch hier unten diese Bergstraßengeschichte hier. Machen wir irgendwann auch nochmal. Gut. Ich würde sagen, wir machen das gute Stück einmal an. Gucken mal, dass wir das Navi. Jawohl, da ist das Navi. Und dann suchen wir uns mal die Ausfahrt von diesem Parkplatz. Oder, naja, es ist kein Parkplatz. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Worum es in dem Video heute aber eigentlich geht, abgesehen davon, dass ich mal einen Scania fahre, was für mich absolut untypisch ist. Und eine Strecke, die ich euch schon mal gezeigt habe, nur in die andere Richtung. Eigentlich ist der Punkt von dem Video heute einfach nur meine Meinung und mein Feedback bis jetzt zur Experimental Beta 1.50. Ihr werdet das Video wahrscheinlich schon zu einer Zeit sehen, wo ich meine Videos am Wochenende hochlade und nicht mehr wie gewohnt Montag, Mittwoch, Freitag, sondern Mittwoch, Samstag, Sonntag. Und bis dahin kann sich natürlich was getan haben. Also es kann natürlich sein, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier tatsächlich rauskommt, SCS an irgendwelchen Dingen gearbeitet hat, irgendwas gefixt hat, irgendwas verbessert hat, neuer Content mit reingekommen ist, oder weiß der Geier was. Ich nehme das Video hier auf, Stand 23.04. Alles, was danach passiert, fließt nicht mehr in dieses Video mit ein und auch nicht mehr in meine Meinung in diesem Video mit ein, logischerweise. Aber das ist so der Punkt und der Stand. Erstmal, es ist eine Experimental Beta. Es ist kein vollwertiges neues Update und es ist auch keine Open Beta, wie wir sie sonst gewohnt sind, sondern es ist eine Experimental Beta. Also wir sind ja noch einen Schritt vor der Open Beta. Und das heißt, es ist auf jeden Fall mit Bugs und Fehlern und Problemen und vielleicht auch mit Performance-Geschichten zu rechnen. Da muss ich aber tatsächlich zusagen, ich hatte, was die Performance angeht, im ETS2 nahezu gar keine Probleme. Im ATS minimal, ja, aber auch nur wirklich an ein, zwei Stellen auf der überarbeiteten Kalifornien-Geschichte und sonst auch dort eigentlich nicht. Und im ETS2 hatte ich, glaube ich, guckt gerne nochmal meine letzten Videos durch, um es zu kontrollieren, aber ich glaube, ich hatte keine Probleme. Und ich habe übrigens auch alles, was ich auf der 1.50 gefahren bin, glaube ich, auch hochgeladen. Also das, was ihr in den letzten Videos gesehen habt, ist tatsächlich auch das, was ich auf der 1.50 gefahren bin. Viel mehr gab es dazu gar nicht. Und also viel mehr habe ich das Update noch gar nicht entdeckt. Darauf wollte ich damit hinaus. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, man muss mit Bugs und Performance-Problemen und keine Ahnung was rechnen, weil es ist eben eine Experimental Beta. Habe ich auch gemacht, habe ich mich von vornherein darauf eingestellt, wurde dann aber irgendwie positiv überrascht, weil es gab jetzt nichts, was meinen Spielfluss groß behindert hat. Höchstens vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten, wenn irgendwo die KI, also ein KI-Auto mal despawned ist oder so. Ich glaube, das hatten wir mal irgendwo. Aber das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Ich habe auch im Nachhinein gesehen, auf dem Video, wo wir durch die Bergstraßen in der Schweiz gefahren sind, da gab es so ein, zwei Ecken. Oder besser gesagt, eine Ecke, wo ich sogar einen Screenshot von gemacht habe, am Bahnübergang, da konnte man bei irgendeinem Berg im Hintergrund, glaube ich, so ein bisschen durch die Map durchgucken quasi. Aber das ist mir tatsächlich auch nicht im Spiel aufgefallen, sondern erst als ich dann hier saß und mir überlegt habe, welchen Screenshot nehme ich fürs Thumbnail, als ich das Video hochgeladen habe. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch nicht so dramatisch und ich glaube, von euch ist es auch keinem aufgefallen, zumindest habe ich keinen Kommentar dazu gelesen. Also so kleinere Bugs können passieren. Ich bin aber wie gesagt positiv überrascht, dass ich jetzt ja im Endeffekt gar nichts in der Richtung hatte und bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Allgemein muss ich sagen, bin ich fein damit und finde es sehr, sehr cool, was SCS oder wie SCS an die ganze Geschichte herangeht. Denn das wäre eine Experimental, also folgendes. Das Feedback auf diesem Safecam ist irgendwie komisch, deswegen lenke ich manchmal so ruckartig. Das Update 1.50 war eins, auf das die Community sehr, sehr lange gewartet hat. Das letzte Update war die 1.49, irgendwann letztes Jahr im November oder sowas. Also wir, ja, 5 Monate warten wir schon. Und normalerweise geht das ein bisschen schneller. Normalerweise kriegen wir das
Klar, nach dem letzten Update im alten Jahr dauert es meistens ein bisschen, bis ein Update im neuen Jahr kommt. Das ist logisch, das war schon immer so. Aber 5 Monate sind, glaube ich, ein bisschen mehr als normal. In den letzten Jahren kam immer so im Februar oder März, bin ich mir ziemlich sicher, ein Update. Dementsprechend war das schon eine relativ lange Zeit. Die Community hat irgendwann angefangen zu meckern und es sollte ja auch ein großes Update werden, sowohl im ETS als auch im ATS. Und das ist es natürlich auch geworden, dazu komme ich gleich. Und das wird sicherlich mit reingespielt haben, dass die Community da so ein, ich will es jetzt einfach mal Druck nennen, gemacht hat, dass SCS gesagt hat, okay, komm, wir hauen jetzt eine Experimental Beta raus. Finde ich das gut? Ja. Und nein. Ja, weil ich es super finde, wenn SCS uns ein bisschen mehr Einblick gibt und uns ein bisschen mehr an der Entwicklung vom Spiel teilhaben lässt. Und wenn das eben bedeutet, dass wir eine Experimental Beta fahren, dann ist doch perfekt. Ist doch immer noch besser, eine Experimental Beta zu fahren, als kein neues Update zu haben. Und die Experimental Beta ist ja freiwillig. Euer Spiel wird ja nicht automatisch geupdatet. Wenn ihr sagt, nee, ich will aufs richtige Update warten, kein Bock auf Bugs oder ich warte, bis Mods kompatibel sind, dann machst du das halt. Und dann hält dich ja auch keiner davon ab. Warum ich aber nicht gut finde, oder was heißt nicht gut, aber so ein kleiner Nachteil, den ich an dieser ganzen Experimental Beta-Geschichte sehe, ist halt, dass die Leute es einfach nicht raffen. Ich glaube, viele Leute, die da draußen rumlaufen, die raffen es einfach nicht, dass das eine Experimental Beta ist, was eine Beta ist, was eine Experimental Beta ist und warum das alles so läuft. Und die beschweren sich über Bugs. Also, versteht mich nicht falsch. Bugs und Fehler, die einem auffallen, bei SCS zu melden, ist ja der absolut richtige Weg. Keine Frage. Nur dann zu sagen, ey, das neue Update ist voll verbuggt, das ist ja voll scheiße, ich kann ja gar nichts fahren. Ja, mach die Augen auf, da steht Experimental Beta dran. Natürlich ist das noch nicht hundertprozentig gepolished. Selbstverständlich nicht. Das muss man halt einfach wissen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass viele Leute das nicht raffen. Aber ich persönlich finde es alles in allem eine gute Entscheidung, dass SCS das Update 1.50 in so einem frühen Stadium schon für uns rausgebracht hat, weil wir dann natürlich einfach mal so ein bisschen früher uns damit vertraut machen können und einfach schon mal ein bisschen rumprobieren können, wenn wir denn wollen. Und das ist, finde ich, immer so eine super Geschichte. Gut. So viel dazu. Aber was ist denn, das ist also meine Meinung zu dieser Experimental Beta-Geschichte. Was ist aber meine Meinung zu dem Update an sich? Ich finde, contentmäßig ist das eines der größten Updates aller Zeiten. Und auch eins der Updates, was mich am meisten gehypt hat seit langem. Wir haben noch nicht den Umzug geschafft auf die neue, ich nenne es mal Game Engine, beziehungsweise auf die modifizierte Engine, dass wir einen Prozessorkern mehr nutzen können und so, was angekündigt war. Das haben wir noch nicht geschafft. Wir haben aber ein paar andere grafische Verbesserungen bekommen. An den Partikeleffekten wurde gearbeitet, an dem Anti-Aliasing wurde gearbeitet und so weiter und so fort. Schatten teilweise. Und ich muss sagen, einen richtig krassen Unterschied habe ich im Spiel jetzt nicht gemerkt. Bin ich ehrlich. Aber wenn man, und da gibt es auf YouTube auch Videos zu, zum Beispiel dieselbe Stelle auf der Map sieht, vor und nach der Überarbeitung, dann wird einem der Unterschied erst richtig klar. Und da habe ich dann auch gesagt, als ich so ein Video gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, passt, hat sich gelohnt, sieht besser aus jetzt. Und auch die LKWs, finde ich, sowohl im Menü als auch im Spiel, die sehen halt so ein bisschen, sie sehen aus, als wären sie frisch poliert worden, hat Mr. German Truck, glaube ich, mal gesagt. Also sehen, finde ich, halt einfach so ein bisschen realistischer aus. Ja, natürlich, LKW ist nicht immer so blitzeblank sauber, wie es hier ist, aber ich finde so die Materialien und so sieht einfach realistisch aus, wenn du voraussetzt, dass du deinen LKW gerade frisch gewaschen hast. Ich hoffe natürlich, ein Verschmutzungsmodell kommt irgendwann. Also so alles in allem, die grafischen Aspekte von dem Update finde ich gut, gerade weil sie die Performance nicht beeinflussen. Ich hatte am Anfang wirklich Angst, dass die Performance jetzt anfängt abzuschmieren oder rumzuspacken oder sonst irgendwas. Ist bei mir aber nicht passiert. Wenn das bei euch passiert ist, dann schreibt es mir gerne unten rein. Aber dann ist es halt, wie gesagt, auch noch ein Experimental Beta. Und bevor man dazu ein finales Fazit ziehen kann, muss man ja eigentlich eh erstmal das richtige Update abwarten. Aber wie gesagt, ich bin bis jetzt von den grafischen Veränderungen tatsächlich angetan. Im ATS haben wir was sehr Cooles bekommen. Da haben sie nämlich den International Lone Star und den International, wie heißt er denn, LT überarbeitet. Also beide haben ein Rework bekommen und der LT hat sogar ein bisschen neuen Content bekommen. Neuen Skin, neuen Antriebsstrang, ein paar neue Anbauteile, die mit diesem Antriebsstrang zusammenhängen. Richtig, richtig cool. Dass sie im ATS jetzt auch irgendwie die alten Trucks überarbeiten, haben sie ja im ETS auch vor. Und das hat mir gut gefallen tatsächlich. Also den LT bin ich zuerst gefahren. Der hat ja jetzt diesen neuen S13 Scania Antriebsstrang. Wahrscheinlich im Endeffekt den wir jetzt gerade fahren. Der ist ganz cool. Was mich aber ein bisschen mehr abgeholt hat, war der Lone Star. Den finden viele Leute hässlich und dementsprechend finde ich den interessant.
Und den bin ich jetzt auch mal gefahren, das aber tatsächlich ohne Aufnahme. ATS 1.50 bin ich generell ohne Aufnahme relativ viel gefahren, ETS gar nicht. Und der Lone Star hat mich irgendwie abgeholt. Ich fand den Lone Star vorher schon cool, jetzt stimmt auch die Umsetzung endlich wieder. Und das passt, das hat mir gefallen. Dann gab es angeblich noch ein MAN TGX Facelift im ETS, was irgendwie nur Aero-Teile an dem Spoiler sind im Endeffekt. Habe ich von euch netterweise Kommentare gekriegt. Okay. Meinetwegen. Ist nie verkehrt, aber lackierte Türgriffe oder so wären vielleicht auch cool gewesen oder ein paar Bügel. Aber gut, naja. Das ist. Also, was SCS da teilweise veranstaltet bei den neuen Trucks, die ins Spiel kommen im ETS 2, warum die so wenig Tuning oder auch nur Konfigurationsmöglichkeiten haben, dass teilweise Sachen wie lackierte Türgriffe oder so fehlen, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht ganz. Ist ja beim DAF eine ähnliche Kiste. Und dann sind die Trucks zwar von der Umsetzung gut, aber du kannst halt nicht so viel damit machen. Deswegen musst du dir trotzdem wieder einen Mod ziehen, der da ein bisschen mehr Möglichkeiten reinbringt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir neue Aerodynamik für den neuen MAN bekommen. Aber das Krasseste an dem neuen Update für mich und das, was für mich auch den meisten Spielspaß in der Vergangenheit gebracht hat und auch in Zukunft bringen wird, natürlich Schweiz Rebuild, das Rebuild vom Ruhrgebiet oder von NRW und natürlich im ATS auch das California Rebuild. Mega, mega gut. Die Städte wirken extrem authentisch. Wir haben wunderschöne Landstraßen hier in der Schweiz zum Beispiel und auch wunderschöne Autobahnen, Rasthöfe, Tunnel, alles, was dazugehört. Im ATS finde ich, ist der Kontrast nicht ganz so krass, aber auch schon ziemlich gut. San Francisco ist, glaube ich, eine der am coolsten umgesetzten Städte. Im ATS momentan. Oh, das war der Spurhalteassistent. Gefällt mir. Feiere ich richtig. Auch, dass wir den Spurhalteassistent jetzt drin haben, gefällt mir auch richtig gut. Und dann haben wir natürlich noch das neue HUD. Das war schon wieder der Spurhalteassistent. Dann haben wir natürlich noch das neue HUD, das neue Overlay, die neue Menüführung, das neue, ihr wisst, was ich meine. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht so hundertprozentig mit warm geworden. Ich denke, man kann damit warm werden und ich denke, man kann auch an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, das ist intuitiver und schneller zu benutzen als das alte, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und es ist erstmal eine sehr, sehr große Umgewöhnung und ich bin gespannt, wie gut ich damit klarkommen werde, wenn ich die 1.50 tatsächlich öfter fahre. Und wie schnell ich mich hundertprozentig dran gewöhnt habe. Also das neue HUD finde ich noch ein bisschen komisch, aber alles andere an dem Update finde ich eigentlich rundum gelungen, sowohl im ETS 2 als auch im ATS. Und ihr könnt mir eure Meinung zu dem Update gerne unten reinschreiben. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, mich hat es absolut abgeholt. Und das hätte ich nicht erwartet tatsächlich, als ich den Changelog zum ersten Mal gelesen habe. Aber dann hat es so viel Spaß gemacht zu fahren und mich tatsächlich, ja, überzeugt. Und ich glaube, es ist eins der größten und eins der besten Updates seit der 1.44 vielleicht. Vielleicht auch seit der. Ja, vielleicht auch noch früher. Vielleicht auch seit der Konvoi-Modus reinkam. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht selbst. Noch nicht mit mir selbst ganz einig. Aber das ist das. Und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zusehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu 1.50. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.